Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play bei Mijia. Wir sind in Folge 3. Für mich ist die letzte Folge ein paar Wochen her, aber ich kann mich noch gut erinnern, dass wir nicht über das erste Level hier herausgekommen sind. Das versuche ich die Folge jetzt mal zu ändern, ja. Also, konzentrieren wir uns mal ein bisschen. Ich muss noch mal kurz in die Steuerung noch mal reinkommen. Weiß ich Bescheid, Y heilen wir nach unten, ne, und das repariert. Und Feder werfen, genau. Okay. Dann schauen wir jetzt mal. Hatte ich das hier auch schon gesehen? War das mein Shortcut? Das war das mit dem Gas, glaube ich, ne? Wo wir gescheitert sind. Wie gesagt, ist für mich schon ein paar Wochen her. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Da sind unsere Seelen. Ne, nicht? Hi, Großer. Ja, da habe ich direkt verkackt. Hätte ich mir die. Oh, jo, hallo. Ja, ein bisschen Ausdauer muss ich mir noch behalten. Bin gleich tot. Ja, okay. All good. Merkt Leute, ich muss ein bisschen reinkommen. Bin direkt tot. Scheiße. Okay. ich habe aber auch jetzt gerade mehrere Sachen verkackt. Jetzt habe ich nicht den Shortcut genommen. Kommen wir eben mal hier eine Seuchenwaffe. So. Klettern. So. Der Kleine hier war jetzt kein Problem. Wo kommt der Große eigentlich her? Ach, der steht da. Habe ich den vielleicht mal zuerst an. Bin mit meinem Anruf. Anruf. Ja klar, ich habe ihn angerufen. Die halten schon echt was aus, ne? Aber drei Stück jetzt. Aber alle gut stacked up gerade. Hätte ich Feder werfen müssen? Heilen? Heilen wir nach oben. Okay. Jetzt finishen mit dem. Sicherlich, wie der mich da gehittet hat noch. Leute, ich muss jetzt zu meiner Verteidigung sagen, ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wo wir lang müssen. Müsst ihr mir verzeihen. Ich meine, für euch ist die letzte Folge auch ein paar Tage her. Aber das ist nicht so lange her, wie für mich die Aufnahme. Aber naja, wir schaffen das schon. So, hier nicht runter. Okay, hier ging es auch nicht weiter. Wir müssen irgendwo hin, wo Gas war. Ne? Das weiß ich noch. Sind wir hierher gekommen? Ja, ich glaube, hier sind wir hergekommen. Ne, genau. Okay. Dann. Ich höre die ganze Zeit einen Gegner. Sehr gruselig. Aber wenn nicht runter. Machen wir echt hier runter? Ich meine doch, das mussten wir nicht. Wir mussten doch oben lang. Ja, das ist der Punkt, Leute, wenn man so lange nicht aufgenommen hat. Scheiße. Hier lang ist, glaube ich, richtig. Ja, das sieht gut aus. Okay, du siehst ein bisschen ekelhaft aus. Da ist auch noch einer. Hello, Sir. Okay, chillen. Ich hab nicht mehr viel Leben gerade. Dass ihr auch immer zusammen hier chillt, das ist, finde ich, nicht gut. Haben wir ihn gar nicht mit getroffen, lul.
die behalten wir. Oh, lol. Sie hat einfach übelst gerackt. Aua. Komm, ist jetzt Feierabend hier mit dir. Zack, Junge. Okay, wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Hier waren schon auf jeden Fall mehr Gegner. Ich habe keine Hip-Hots mehr. Das ist sehr bad. Ja, das war nicht schlecht. Das war schlecht. So ein Leuchtfeuer wäre gut. So, genau. Hier wusste ich, kann man auch durchsprinten zur Leiter. Oder wir können das kaputt hauen? Probier's mal. Ah, schaut mal einer an. Schau mal einer an. Siehst du, das habe ich letzte Folge gar nicht rausgefunden. Good to know. Sieht, by the way, echt ekelhaft hier aus. So, wir haben jetzt aber trotzdem nur Half-Life, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir damit durchs zweite Gas kommen. Erste Prognose wäre nein. Ich glaube, das hatten wir schon gelesen, ne? Jo. Hallo? Du bist ein bisschen groß. Hat mir trotzdem Schaden gemacht. Das ist sehr ärgerlich. Sehr vorsichtig spielen. Okay, das hat gut geklappt. Frage ist, kommen wir da bei dem zweiten Gas gleich überhaupt zu dem Ding durch und das zu zerstören oder zu sterben? Das ist die Frage. Wenigstens finde ich den Weg jetzt mal wieder. So, ich glaube, hier sind wir das zweite Mal verreckt. Hallo? Boah, ich spiele echt aggressiv dafür, dass ich so wenig Leben habe. Ist das mit dir nicht in Ordnung? Oh Gott, da kommt noch einer. Hilfe. Okay. Okay, all gut. Komm mal raus, mein Freund. Kommst du raus? Nee, ne? Wir haben circa so. Dringend Pförtner und Zimmer, Leute. 50 offene Stellen. Ohne Einschränkung, keine Qualifikation nötig. Hervorragende Entlohnung bei Interesse bitte an. Strich. So, da hinten kommen wir jetzt niemals rüber. Wie soll ich da denn rüberkommen? Guck mal, wie langsam wir gehen. Scheiße, und das ohne Healpots, ne? Frage ist, sacrifice ich mich jetzt? Vielleicht kriegen wir den einen wenigstens rausgetriggert. Ja, wir sind da. Ah, gut, wir haben jetzt echt zu wenig Leben. Okay, wir müssen bei dem ersten Gas müssen wir ein bisschen vorsichtiger durch, um nicht so viel Leben zu verlieren. Mal einen Stuhl hier richtig machen, Junge. Wie sitze ich denn hier? So. Schon besser. Okay. Also, ich weiß, wie es geht. Nur nochmal den Weg finden. Vor allem jetzt nicht so viel Leben verlieren. Guck mal, hier geht's ja auch lang. So, jetzt sind wir hier und... Ah, hallo. Also siehst du, genau, das war gerade, wo ich oben meinte, da müssen wir eigentlich nicht runterdroppen, meiner Meinung nach. Hab ich die andere getriggert? Nein, perfekt. Okay, komm her. Das hat gut gezimmert bei ihr, aber sie hat uns nicht gegeben.
Hat uns zwei jetzt gegeben. Das war jetzt ärgerlich. Ärgerlich, dass wir da noch einen Hit kassiert haben. Jetzt sind wir doch woanders als gerade, oder bin ich jetzt doof? Hit kassiert. Aua. Leute, ey, was mache ich denn hier? Lass mich mal droppen, oder? Sehr ungünstig, wie ich das Ganze gerade angehe. So, ein bisschen vorsichtiger einfach spielen. Warum dreht sich die Kamera manchmal nicht? So, da müssen wir jetzt sicher nicht hin, weil da jetzt... Was gehen wir jetzt wieder irgendwo hoch? Jetzt gehen wir doch einen anderen Weg, oder nicht? Hm, na gut. Wir haben noch einen Healpot, ne? Das ist sehr bad. Das haben wir noch ihn getriggert. Sehr wichtig. Eieiei. Es war sehr lucky, dass ich den einen Hitter noch gedodged habe. So, aber ich darf jetzt echt nicht mehr Schaden kriegen, ne? Ich darf jetzt... Oh, dann sie auch noch, ey. Ah. Das kann nicht wahr sein hier, dass ich am ersten Level schon so verzweifle. Das könnte jetzt riskant sein. Null. Das war irgendwie nice. Bad. Okay, ihre Seuchwaffe ist echt super bad. Okay, finishen. Ohne Hit. Wichtig. Okay, ich muss, also kann sein, dass der Run jetzt auch noch nicht funktioniert, aber beim nächsten, wenn ich das Ding hinkriege, bin ich dann vorsichtig genug spiele. Also ich muss echt vorsichtiger spielen, ne? Selbst bei den kleinen Mobs hier. Vor allem, wenn das zwei von euch sind. Der von ihm ist ja auch komplett krank, ne? Und wieder den Hit dabei von dir kassiert. Das ist so bad. Ja, das schaffen wir ja niemals. Das schaffen wir ja niemals, Alter. Oh lol, das war ja das erste Gas hier schon. Das bleibt weg. Beste Leben. Okay, das erhöht unsere Chancen. Das ist sehr gut. So, aber hier ist jetzt noch einer, ne? Ja, der Dicke hier. Kann ich die Tür so ein bisschen abusen hier? Ne, der kommt rein. Einer zu viel. Das war knapp. Wieder den Hit von ihm kassiert, ne?
Also der schwere Angriff schützt mich auch gar nicht. So, jetzt haben wir Half-Life. Könnten versuchen, das Alien-Ding zu zerstören. Wahrscheinlich sterben wir dann gegen den einen Mob. Aber dann habe ich es zur nächsten Runde wenigstens weg. Aber es ist sehr nice, dass es wegbleibt. Das ist sehr wichtig. So. Oh Gott, oh Gott. Ah, jetzt kommen wir da nicht mehr hin wegen dem. Perfekt. Ich versuche meine Seuchen mal für dagegen einzusetzen. Schnell, 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 schnell. Hat nicht mehr gereicht. Ach, wie belastend. Aber ich glaube, wir skippen jetzt ein paar Gegner. Wir können die ja skippen, ne? Wir müssen, warum sollten wir die machen? Wir rennen da jetzt einfach dran vorbei. Guck mal, wie gut das in dem Game hier funktioniert. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Fight ich die überhaupt? Ich kann die ja einfach skippen. Okay, hier wollte ich nicht hin. Die laufen mir hinterher. Das ist sehr bad. This is very... Okay. Du trittst ins Nichts. Ja, Leute, guck mal. Die können ja keine Leitern klettern. Das hat doch sehr gut geklappt. Alright. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwach gespielt von mir, aber ich will auch mal jetzt hier über das erste Level rauskommen, ey. Kann ja sein, dass hier ja bei 3 Folgen immer noch im ersten Level hängen. So, hier war jetzt der Große, ne? Ich glaube, den sollte ich nicht skippen. Hello? So, vorsichtig spielen, vorsichtig spielen. Das war zum Beispiel nicht vorsichtig. Da habe ich Glück gehabt. Und finishen. Ja, das war besser. Das war besser. So. Jetzt, du bist hier, das weiß ich. So, und Abfahrt. Vor allem ist da ja noch einer, ne? Wie gemein das ist. Ich habe mich nicht geheilt. Oh nee, ach Mann. Ach man, ich hab mich nicht geheilt. Junge, spiel ich das Bett? Spiel ich das hier Bett? Unglaublich. Bin ich wieder falsch. Bin ich auch wieder falsch. Hier lang. Oh, lul. Diesmal das richtig gemacht. Und hoch. Gut. Also, ich muss daran denken, mich zu heilen. Das wäre gut, ne? So, hallo, Großer. So gut. Hit kassiert. Nicht so gut. So. Weiter, weiter im Text. So, daran denken, heilen.
Was war das gerade mit der Kamera, Digga? Ja, und los. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Also es ist... Leute, es tut mir wirklich leid. Es ist unfassbar. Unfassbar. Irgendwann kann ich das Ding, glaube ich, speedrunnen. Ah, scheiße, den habe ich vergessen. Komme mit meiner solchen Waffe auch nicht da oben, da hinten dran, ne? Das brauche ich ja gar nicht versuchen. Da wasted time. Okay, der hat geknallt. Bad. Nochmal einen Hit kassiert, auch bad. Verdrückt. Der hätte ich fast noch einen Hit kassiert. So. Ah, ja, ist ja gut. Hit kassiert. So, jetzt aber mal konzentrieren hier. Okay, oh gut, ich hab's. Ich hab's. Wichtig. Okay, die von ihr ist übel bad. Okay. Hat ja nur 22 Minuten gedauert, jetzt auch mal hier Progress zu machen. Kommen wir hoch? Ist hier ein Item? Okay, hier ist noch mehr Gas. Aber das ist der Weg hier nicht weit. Wir haben kein Healing mehr, das schaffen wir nicht. Das müssen wir uns im Kopf behalten, das schaffen wir jetzt nicht. Wir bräuchten erst so einen Seelenthron, oder wie das hier heißt. Der wäre jetzt schon sehr gut, ne? Oder gibt es nur einen pro Level oder so? Dann sind wir fucked. Das wäre bad. Findet ihr auch gar kein Healing, ne? Was ist hier? Da ist so ein Seelenthron. Schnell weg. Gegner? Ach, Gott sei Dank, ein Safe Space. Ach, Gott bless. Gott bless. Yikes. Ja, sofort hinsetzen. Achso, hier können wir nochmal sehen. Wie zum Freischalten. Was kann ich? Kann ich die freischalten? Habe ich die dann permanent? Können wir nicht aufsteigen? Nee, ne? Wir haben natürlich jetzt alles Mögliche verloren. Talentpunkt haben wir auch nicht. Aber das ist interessant. Dann drücke ich jetzt mal auf die Axt. Geschaltet. Ne, die finde ich scheiße. Kann ich die jetzt permanent ausrüsten? Ja, geil, die lädt sich wieder auf. Cool. Das ist nice. So, hier hängt, glaube ich, noch was zum Lesen. Der Dämmerzirkus sucht dringend Fördner und Zimmer, Leute, 50 offene Stellen. Immer noch dasselbe. Okay, cool. Also, ich würde jetzt...
Da kommen wir ein Gegner. Kommen wir eben hier zurück und ob wir es hier einmal nach dem Item gucken. Geil. I like. Coole Sache. Du warst unten, ne? Wo ging es denn hier nochmal zu dem Gas hoch? Ich will jetzt nicht falsch haben, ne? Hier unten müssen wir doch nicht hin. Habe ich jetzt doof. Bin ich schon dran vorbeigelaufen? Ich glaube, ich bin schon dran vorbei, ne? Hä? Hier war doch irgendwo ein... Bin ich jetzt vollkommen lost? Warum kletter ich hier eigentlich? Muss ich echt jetzt runter? Ich will nicht da runter. Na gut, ne? Ah! Okay, Leute, wir müssen unten... Jetzt ergibt diese grüne Leiste unten auch Sinn. Wir können die Seuchwaffe nicht permanent einsetzen. Wir brauchen dafür dieses Zeug. Das Grüne. Wahrscheinlich solche oder so. Jetzt macht das Sinn. Verstehe. Ah ja, okay, wir mussten tatsächlich nochmal ganz runter. Okay. Gegner haben wir nicht, ne? Dann Abfahrt. Komm mal her. So. God bless, was haben wir hier? Aufzeichnung des Dorfältesten 2. Ich sagte ihnen, dass ich nicht wüsste, was in den Eimern ist. Sie haben weiter gefragt, sie wollten auch mit den Dorfbewohnern reden, die im Zelt gearbeitet haben. Mein Neffe arbeitete eins im Zelt und meinte, dass die Eimer voller seltsamer, geformter, kleiner Kreaturen wären. Aber die Zirkusleute stammen aus unseren Reihen. Auch sie sind Baumgesegnete. Wie könnte ich also ihr Geheimnis verraten? Aha. Na gut, war jetzt nicht so worth irgendwie, aber naja, ist vielleicht wichtig für die Story. Wer weiß das schon so genau, ne? Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal ein Stück weiter hier. Jetzt haben wir gerade unseren Safe Space hier gehabt. Wunderbar. Jetzt möchte ich aber nochmal schauen, was sich hier... Was passiert hier jetzt? Ich wollte gerade sagen, da sehe ich einen großen Hammer. Okay, der wird nicht interrupted. Okay, okay. Sieht ein bisschen aus wie der Zirkungsdirektor. Auf jeden Fall übel für Leben. Geh mal in deine... Okay, der hat sich wieder voll geheilt. Ist das so eine Art Boss? Den Dodge kann ich noch nicht erklären, Leute. Okay, der heilt sich nur das grüne Zeug nach wie vor. Ja, das scheint so eine Art Miniboss zu sein. Ey, der heilt sich ja voll. Hä, der heilt sich ja komplett voll. Wie soll ich den denn besiegen? Gibt's hier irgendwas? Er ist auf jeden Fall verseucht von dem Zeug hier. Oder muss ich den da reinlocken? Versuch den mal hier reinzulocken. Gucken, ob er das macht. Man muss ihn einfach mehr bursten. Au. Digga, ich krieg ja übel aufs Maul. Ja, Freunde, ich würde sagen, den tryen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch hier rechtzeitig fürs Zuschauen. Es scheint so der Art erste Boss zu sein, ne? Alles klar, Leute.
Vielen Dank fürs Zuschauen und rein. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.